Heute wird's Retro. Das geht schon los. So Leute, wir sind heute beim Markus in seinem, wie soll man sagen, Spielzimmer? Ja, mein Spielzimmer. Man Cave. Retro. Spielennest. Es sieht aus wie zum Teil auch in einem Laden. Du sammelst irgendwie, du hast hier alles rumstehen seit den 80ern. Atari, Nintendo DS, PlayStation 1. Wie sind das alles noch Originalsachen von damals oder auch Zeugs dazu gekauft? Das sind viele Originalsachen. Vor allem die ganz alten Gameboy-Spiele, auf die bin ich natürlich sehr stolz. Die habe ich alles selber gespielt. Aber viele sind natürlich auch dazu gekauft. Also ich sag mal, NES ist relativ original. Sogar von Atari sind noch Sachen aus meiner ganz kleinsten Kindheit. Ja, aber natürlich ergänzt man, komplettiert, aber es ist natürlich unmöglich zu komplettieren. Ne? Aber ja, ist eine Mischung. Aber hast du da auch alle Spiele, die hier rumstehen, auch mindestens einmal gespielt oder sind das teilweise auch wirklich einfach Sammelobjekte? Tatsächlich, die alten habe ich alle gespielt, die neuen eher nicht so. Ja. Die neuen eher nicht so? Naja gut, ich sag mal so, zu Zeiten von NES und Atari hatte man halt noch Zeit und zu Zeiten von Switch, da kauft man und wünscht sich, man könnte spielen. Das ist leider richtig. Aber das, du hast erzählt, dass das ja auch hier nur die Hälfte ist, weil wir sind jetzt hier in Würzburg, es ist wahrscheinlich hier in der Würzburger Sanderau, ich behaupte einfach mal, es ist die größte Sammlung in der Sanderau. Das denke ich auch. Oder in Würzburg. Vielleicht auch in ganz Mainfranken. Falls ihr selber eine große Sammlung habt, könnt ihr gerne mal schreiben. Dann kommen wir vielleicht auch mal vorbei. Oder ihr könnt mir was zuschicken, ist auch kein Problem. Genau. Aber genau, daheim hast du, also in deinem Elternhaus sozusagen, genau. steht da auch noch mal mindestens so viel rum oder was geht da noch? Ja, ähnlich viel. Also was Videospiele angeht, ich finde, jeder Mensch sollte nur ein Spielzeugzimmer haben, gerade in der Sanderau, wo die Miete ja nicht so ganz günstig ist. Und da meine Eltern ein Riesenhaus haben, da ist noch ein zweites Spielzimmer. Völlig zu Recht. Und es ist auch völlig zu Recht, dass du hier ein Zimmer nur für dein Spielzeug hast. Ja. Also ich würde sagen, ihr unterhaltet euch mal so ein bisschen und ich schaue mich mal um und suche so ein paar Sachen raus. So kurios. Das wäre schön, wenn du hier schön was erzählen kannst. Ja. Und hast du schon was Schönes gefunden? Ja, ich habe den ersten Kollegen, der gute alte, es müsste der erste Gameboy sein, wenn ich jetzt nicht mich irre. Das ist natürlich nicht das Produkt, was ich suche, sondern ich habe das gefunden. Das ist anscheinend eine Art, Das ist eine Trinkflasche. Die Umhängetasche der Vergangenheit. Das ist quasi so, ist doch heute wieder modern, also die Umhängetaschen. Stimmt. Das ist ja heute fürs Handy? So wird es keinem auffallen, weil so sieht es auch gerade keiner, ehrlich gesagt. Ja. Aber es ist einfach wirklich... Sau cool. Es kommt tatsächlich doch wieder alles wieder zurück. Ne? Wie kommt es, dass du, sag ich mal, klar von klein auf zockst? Und die aber jetzt so eine Sammlung hier entstanden ist. Ich meine, da macht man ja nicht auf und sagt sich, ach, ich glaube, ich sammle das jetzt mal. Naja, du musst ja schauen, das sind ja wirklich auch Konsolen, sagen wir mal, der letzten 15 Jahre, die ich auch aktiv zumindest noch bespielt habe oder mir Spiele gekauft habe, die stehen dann einfach da. Was ich halt heute ganz gern mag, ist mir halt so Kuriositäten zu holen. Wie zum Beispiel den Gamescom da hinten. Ach ja, das hast du erzählt. Ich glaube, da zeigen wir bestimmt auch noch irgendwie was. Ja. Was kann der? Was kann der nicht? Also was er kann ist, er kann schon mal verdammt groß sein. Das sieht eigentlich aus wie so eine Switch ohne die Linkteilverbindung. Und dann vorne drauf schaut er aus wie irgendein medizinisches Fachgerät eher. Ja, nee, also das ist eins der neuesten Errungenschaften und das ist eigentlich ein geiles Stück, weil das ist nahezu unspielbar, weil es so scheiße ist. Und es hat für mich den Vorteil, ich habe das gekauft mit, was ich, 6, 7, 8 Spielen und musste nicht mehr als eine Minute damit Zeit verschwenden. Aber das war das auch ein bewusster Kauf, weil du sagst, du willst dir das mal angucken? Weil ja, ich wollte wissen, ob das wirklich so schlecht ist, wie alle sagen. Okay. Wann kam das Teil raus, original? Oder wann... Das müsste Ende 90er. Okay. Da gab es ja dann fast schon auch dieses Handy, wo man auch zocken kann. Von wem ist das nochmal? Nokia. Da habe ich doch was vorbereitet. Ja, so ein Super. Das sagst du ja gar nicht. Das ist dieses N-Gage-Produkt, das ich auch aus Erzählungen kenne. Ja. Aber damit kann man sogar echt noch telefonieren. Ne, Leute? Das kann ist man tatsächlich. Telefonieren und zocken. Das kann man mit einer Switch kann man nicht telefonieren. Siehst du? Das stimmt, aber das möchte doch kein Mensch, wenn es so groß ist. Ja, aber du hast wenigstens in der Hand. Ne? Also ein wunderschönes kleines Gerät, das kann
PlayStation 1 ähnliche Spiele abspielen, was schon mal geil ist, und man kann damit telefonieren. Das einzige Problem ist, man muss so telefonieren. Das ist kein Scherz. Das ist auch so ein Tacker am Ohr. Ja, genau. Tackern wäre natürlich auch nicht schlecht. Wenn's also ich habe es tatsächlich ein einziges Mal als Telefon verwendet und wurde ausgedacht und zwar vollkommen zurecht. Aber das hat auch einen Hochkantbildschirm quasi. Das also ist sehr gut, ja. Weil das ist der Vorläufer von 16 zu 9, nur andersrum. Mhm, das ist gut bei schnellen Spielen, weil man einfach viel weniger vom Display sieht. Das ist perfekt. Das macht es auch finde ich großartig. So, ja. Sonic the Hedgehog ist der Wahnsinn. Ja, Grafik ist sowieso sau wichtig. Und wir kommen jetzt ja bald, kommen die neuen Konsolen raus, die PS5 und die Xbox Series X. Und in unseren News gibt es da jetzt mal die Fakten dazu, was welche Konsole kann. Kommen wir erstmal zu den harten Fakten. Die PS5 erscheint am 11. November in Japan, am 19. November dann auch in Europa. Die Xbox Series X bzw. Series S am 10. November weltweit. Vorbestellbar sind beide. Die PS5 und die Xbox Series X kosten 499 Euro. Die Digital Edition der PS5 ohne Laufwerk liegt bei 399 Euro. Und die Xbox Series S, ebenfalls ohne Blu-ray-Einschub, wird 299 Euro kosten. Die kleine Xbox ist technisch allerdings deutlich abgespeckt und packt keine 4K-Auflösung. Dafür ist sie optisch kompakt und wiegt nicht mal 2 Kilo. Hier ist die PS5 mit 4,5 Kilogramm die schwerste und auch von den Abmessungen her die größte Konsole. Und nun die Technikfakten im Vergleich. Beide Konsolen kommen mit einer AMD-befeuerten 8-Kern-CPU daher, allerdings ist die Taktung bei der Xbox etwas höher, ebenso die Teraflops bei der Grafikkarte. Auch in Sachen interner Speicher liegt die Xbox auf dem Papier mit 1 Terabyte vor der PS5 mit 825 GB. Kommen wir nun zu den Exklusivtiteln zum Release. Highlights auf PS5-Seite sicherlich das Demon's Souls Remake, Horizon Zero Dawn, Forbidden West oder Gran Turismo 7. Auf Xbox-Seite sieht es erstmal ziemlich mau aus, da Halo Infinite ja verschoben wurde. Das wird sich aber wohl in den nächsten Jahren ändern, denn Microsoft hat gerade ZeniMax Media für schlappe 7,5 Milliarden Dollar gekauft und kann somit auch Bethesda Softworks sein eigen nennen, das Teil des ZeniMax-Konzerns ist. Damit sind ab sofort Marken wie The Elder Scrolls, Doom, Fallout oder Dishonored Teil der Microsoft-Familie und könnten in Zukunft nur noch exklusiv auf Xbox und PC erscheinen. Das ist zwar noch Spekulation, Fakt aber ist, dieser Deal wird die Spielindustrie gehörig durcheinanderwirbeln. So Leute, jetzt wisst ihr Bescheid, welche neue Konsole ihr euch vielleicht demnächst zulegen wollt. Hast du irgendwas geplant? Was neue PS5, Xbox? Mega-CD. Mega-CD. Dann möchte ich ja nachfragen, was es genau ist. Will ich es überhaupt wissen? Mega-CD, das war die erste CD-basierte Konsole von Sega. Also irgendwann so. Das klingt ja 90er. Nach großem Erfolg, wenn das kein Mensch kennt. Ja, es ist ein großer Erfolg gewesen. Gut. In Japan. Gut, in weiß ich nicht. Den Sega-Studios wahrscheinlich. Also bei mir früher schon, ja. Okay. Gut, dann hätten wir das Thema auch geklärt, was neuen Konsolenkauf angeht. Da blickst du auch eher retro zurück, wenn jetzt Leute sagen, hey, ich habe jetzt auch Bock, mal wieder alte Spiele zu spielen. Da muss man ja sich nicht jetzt alle alten Konsolen irgendwo zulegen, sondern da gibt es ja heutzutage auch, ich sag mal, moderne Lösungen. Da gibt es moderne Lösungen, ja. Seit einigen Jahren gibt es ja diese ganzen Minis, NES, Super NES Mini, Mega Drive, Atari und so weiter. Das ist ja quasi schon ein bisschen so ein Hype. Mhm. Beziehungsweise bei der Nintendo Switch sind es ja, glaube ich, auch eher mehr Pixelspiele als 3D-Spiele. Und ein ganz tolles Ding ist hier das Evercade. Das ist ein Handheld, wie man es so kennt. So ein bisschen die klassische Game Gear-Form. Mhm. Liegt auch sehr gut in der Hand. Auch mit 16 zu 9 Bildschirm. 16 zu 9 Bildschirm. Muss man für die Sonic-Spiele. Siehst du, genau. Nee, und das Schöne ist, es ist halt absolut auch für so Retro-Sammler, weil es ist nicht so wie die meisten, dass du halt so einen Emulator drauf hast und lädst irgendwas runter oder sind 50 vorinstallierte Spiele, sondern du kaufst dir wirklich, wie früher beim Gameboy, Kassetten. Cool. Und kannst du dann wirklich auch einlegen. Du hast dann immer so Themen bezogen. Das ist jetzt zum Beispiel Atari vom Atari VCS 2600. Das sind dann circa 20 Spiele drauf. Mhm. Und da kann man sich durchmachen. Und es gibt halt auf total viele verschiedene. Und das besonders Schöne ist es, es gibt wieder ein Booklet. Oh. In Farbe. Booklet. Ja, das gibt es tatsächlich
heutzutage. Ja, Papiermüll. Der auch schön ist. Ja, ja, ist wirklich schön. Also, wenn jetzt die Verpackung noch aus Pappe wäre, das wäre ein Traum. Ja, und das ist, wie gesagt, das ist einfach so ein Gerät, das immer und immer wieder neue Spiele bringt. Du kannst sie austauschen. Und ich denke, für jeden, der so aus der Gameboy-Zeit kommt, ist es halt einfach wichtig, nicht zu sagen, dass du irgendwie vorinstallierte Spiele hast, sondern wirklich der hier. Mhm. Und eventuell sogar noch reinpusten, falls man da funktioniert. Ja, genau. Gute alte Klassiker. Gibt es ein, so auf dem Stegreif, irgendein Lieblingsspiel? Oder das Lieblingsspiel? Ist wahrscheinlich immer schwierig zu sagen. Das Lieblingsspiel. Aber es ist wahrscheinlich so eine Handvoll. Es gibt immer so für die Konsolen, also ich sage jetzt, ich habe mal NES, weil das ist, glaube ich, schon so eine prägende Zeit gewesen. Ich meine, jeder kennt sie, die Mega Man-Spiele. Heute unspielbar schwer, ich weiß nicht, wie man es früher gemacht hat. Da haben wir noch sehr viel Zeit gehabt, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Super Mario, auch Alltime. Also ich meine, das kannst du heute noch perfekt spielen. Das ist wirklich noch sehr gut. Absolut. Ja. Eines der besten Jump'n'Runs, die es gibt. Castlevania. Mhm. Mhm. Und natürlich DuckTales. Ah. Das habe ich auf dem Game Boy gespielt. Dafür bin ich zu jung für die Version. Nee, aber wie gesagt, es gibt eigentlich für jede Konsole so die Spiele. Also das Spiel. Ja, es ist sowieso immer schwierig. Aber DuckTales, natürlich auch eine schöne Adaption einer Fernsehserie. Ja. Ja. Genau wie unser Game des Monats tatsächlich heute auch. Captain Tsubasa Rise of New Champions war eine Anime-Serie, die ja irgendwann in den 90ern nach Deutschland kam. Und mehr dazu jetzt. Game des Monats. 1983 in Japan erst ausgestrahlt, kam die Anime-Serie Captain Tsubasa unter dem Namen Die tollen Fußballstars erst 1995 nach Deutschland. Die erste Folge flimmerte bei RTL 2 über den Bildschirm, wahrscheinlich auch damals bei mir daheim. Im Anschluss an so viel Anime-Fußball bin ich dann meist auch selbst mit den Kumpels raus auf den Bolzplatz. Ach ja, die 90er, was war das doch schön. Kann Captain Tsubasa Rise of New Champions dieses Gefühl zurückbringen? Was die Story angeht, ja. Allerdings orientiert sich die Präsentation des Ganzen leider auch am Vorbild aus den 80er Jahren. Da wäre deutlich mehr drin gewesen. Außerdem gibt es nur eine japanische Sprachausgabe. Und auch sonst wirkt es streckenweise, als wurden die Charaktere einfach ins Hier und Jetzt gebeamt. Aber okay, so kommt wenigstens eine gehörige Portion Nostalgie auf. Die Entwickler von Tamsoft spendieren uns jedenfalls gleich zwei Story-Kampagnen. In der einen machen wir uns mit dem inzwischen 14-jährigen Tsubasa und seinem FC Nankatsu daran, zum dritten Mal in Folge die nationale Meisterschaft der Mittelschulen zu erringen. In der Kampagne Ein neuer Held entwickeln wir unseren eigenen Charakter, der im weiteren Verlauf mit Japans U16-Nationalmannschaft bei einer Art Junioren-Weltmeisterschaft groß auftrumpft. Aus mehreren Gründen empfiehlt sich, zuerst die Tsubasa-Story zu spielen. Diese Kampagne ist nämlich als Tutorial ausgelegt, was nicht bedeutet, dass sie leicht ist, doch dazu später mehr. Zum anderen kommen hier die Fans der Anime-Serie voll auf ihre Kosten. Bei fortlaufendem Kampagnenspiel schalten wir auch Videos frei, die die Geschichte der Serie zwar schön zusammenfasst, das alles ist aber leider sehr statisch in Szene gesetzt. Spiel für Spiel nähern wir uns in angenehmem Tempo mit dem FC Nankatsu, also der Titelverteidigung. Und damit kommen wir nun zum Gameplay. Und da stellt Captain Tsubasa Rise of New Champions einen Kontrast zu FIFA oder Pro Evolution Soccer dar. Aber nicht nur im positiven Sinne. Nani? 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 Ja, ja, Jungs, ganz ruhig. Lasst mich doch mal ausreden. Die Grundsteuerung, wie kurze oder lange Pässe, Flanken etc. gehen gewohnt von der Hand. Doch das war's auch schon mit der Einfachheit. Denn anstelle eines Ausdauerbalkens haben die Spieler hier eine sogenannte Wille-Anzeige. Und die ist Fluch und Segen zugleich. Sie leert sich etwa beim Tempodribbling konstant, weicht der Ballführende dann auch noch einigen Attacken aus, ist die Anzeige recht schnell leer. Füllt sich aber bei den Feldspielern auch wieder nach und nach auf. Soweit so gut und nachvollziehbar. Kommen wir zu den Torhütern. Normale Schüsse sind für sie meist kein Problem und auch die Superschüsse, diese müssen etwas länger aufgeladen werden, parieren die Keeper zunächst in serientypisch spektakulärer Manier. Warum? Auch die Goalies haben eine Wille-Anzeige und die muss tatsächlich erstmal in den roten Bereich runtergeballert werden. Erst dann ist es überhaupt möglich, ein Tor zu schießen und nach dem Seitenwechsel haben die Torhüter ihren Willen wieder voll aufgeladen und das Spielchen beginnt von neuem.
Das ist so ungewohnt wie frustrierend. Schönes Fußballspiel wird hier nicht belohnt. Aber das will das Spiel eben auch gar nicht in erster Linie. Was auch am wilden Rumgegrätsche und Geschubse gut zu sehen ist. Wer das irgendwann akzeptiert, hat auch Erfolg. Doch dann kommen in der Tsubasa-Kampagne auch noch einige gescriptete Ereignisse dazu, die einem dann wieder den Spielspaß rauben. So etwa im Spiel gegen die Hanawa-Mittelschule. Die Tachibana-Zwillinge erzielen auf jeden Fall ein Tor mit ihrem brandneuen Akrobatiktrick. Ich konnte lediglich den Zeitpunkt des Gegentors beeinflussen. Es zu verhindern, gelang mir nicht. Und wer sich so mit Tsubasa zur Meisterschaft gequält hat, kann mit der Kampagne Ein neuer Held weitermachen. Bevor es losgeht, könnt ihr zwischen drei Mittelschulen auswählen. Dann könnt ihr euren eigenen neuen Helden nach Herzenslust im Charaktereditor erstellen. Als neuer Held rutscht ihr sozusagen ins etablierte Team. Ich habe mich für die Furano Mittelschule entschieden und darf in einem Trainingsspiel gleich mal zeigen, was ich drauf habe. Ob diese Kullertore auch gescriptet sind? Naja, jedenfalls ist der Respekt im Team gleich da und auch in die neue Heldliga komme ich gleich gut rein. Und übrigens, im Spiel gegen Hanawa gelingt den Tachibana Twins diesmal kein Tor. Gelungene Aktionen wie Tore, Dribblings, Blocks und dergleichen werden benotet. Und am Ende kann ich Punkte in die Stärken meines Spielers stecken, um ihn so weiterzuentwickeln. Des Weiteren kann man sich bei anderen Spielern anbiedern, mit ihnen anfreunden, um so ihre Spezialfähigkeiten zu erlernen. Über erspieltes Ingame-Geld kann man zudem für sein Team auch noch Trainingszubehör erwerben, was die Performance im Spiel punktuell verbessert. Ansonsten gibt es natürlich noch einen Versus-Modus. Hier können sich bis zu 4 Spieler gegenseitig on- oder offline die Bälle um die Ohren hauen. Captain Tsubasa Rise of New Champions ist eine Fußballsimulation der etwas anderen Art. Das Spiel nimmt die Anime-Vorlage sehr gut auf und integriert die vielen absurden Spielsituationen der Serie gelungen in die einzelnen Matches. Die Stories der beiden Kampagnen fügen sich ebenfalls gut in diesen Kanon ein. All dem sollte man sich als Spieler aber vorher bewusst sein, um mit Captain Tsubasa Spaß zu haben. Wer ausschließlich auf Realismus steht, bleibt lieber bei FIFA oder Pro Evolution Soccer. Das bezieht sich nicht nur aufs Gameplay, sondern auch auf die Grafik und die generelle Inszenierung. Das war's mit Gaming Corner in diesem wunderschönen, September. Und wir sehen uns nächsten Monat wieder. Macht's gut. Wir rauchen jetzt auch einen Markus aus, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Sehe ich nicht.